Es ist ja allgemein bekannt, dass Frauen Emotionen viel intensiver wahrnehmen und eher an Depressionen und Angstzuständen leiden als Männer, was es auch mit sich bringt, dass Frauen drastisch mehr Stress empfinden und in diesen Stresssituationen auch weniger fähig sind, Entscheidungen zu treffen. Da sollte eigentlich auch jeder zustimmen, dass Männer nämlich auch generell entscheidungsfreudiger sind als Frauen und oh, das muss eigentlich nicht mal debattiert werden. Aber unter Stress ist das offenbar noch deutlicher der Fall. Dort nämlich scheinen Frauen ja dann oft einfach sehr schnell überfordert, weniger belastbar und geradezu gelähmt zu sein, während Männer, das kannst du vielleicht auch selber in deinem Umfeld beobachten, da sie nun mal ganz andere hormonelle Voraussetzungen haben, tendenziell eher die Action-Taker sind. Das heißt, sie treffen gerade, wenn ein bisschen Gefahr und Emotionen im Verzug sind und schnelles Handeln gefragt ist, eher eine angemessene Entscheidung.